zwar durch, aber aufräumen? Das muss anders gehen. It's a whale. Oh, ein echter Wal. Ich habe mir immer gewünscht, dass Dad mal mit mir ins Aquarium geht. Aber er hatte recht. Der Platz reichte nur für mich. Der Wal sieht hungrig aus. Ooh, I know what whales like. Komm, Fischi, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. What? Hook? Komm, Fischi, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Why? He can't see it in... Komm, Fischi, Fischi. What? Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Wait. Das ist ein Avialflansch. What? However, whale er sieht mich auch so gut genug. Zumindest schaut er direkt in meine Richtung. Wie eine Katze, die sich zum Sprung bereit macht. Wait. Ich mag Katzen. Wait. So it is looking in your direction, yet it's not? It can't see the anchovy on a stick? That's what you're telling me? Fishy, fishy. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. It doesn't seem to see them. Das Auge muss wohl heute auswärts essen. Gut, auf ein neues. Ach nee, das mit dem Phosphor war ja die Zuckerwatte. Keine Chance. Ich werde bis zuletzt daran festhalten. Wait, what? I don't... Sicher ist sicher. So, is it glowing or not? Komm, Fischi, Fischi. Puh, ist wohl auf Diät. Wait, I don't understand. Das Auge muss wohl heute auswärts essen. So, is it not glowing or is it glowing? I don't... So, do we have... The fish needs sauce so it looks more delicious? What? What? What does that even mean? Fish needs sauce. What are you even talking about? Where's sauce? Like, for instance, I put in here? Rein mit euch. Obwohl sie tot sind, halten sie sich am Stock fest. Seltsam. Oh. So now it's glowing, I guess? What? It's still the same thing. Komm, Fischi, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. What? So that's not right. Oh. Oh, okay. Alright then, that worked. There we go. Bada bing, bada boom. Komm, Fischi, Fischi. Puh. Er sieht sie anscheinend gar nicht. Right. Okay, so now we do that. Es werde Licht. There we go. Okay. Glühende Phosphorsardellen als Köder. Und wer hat's erfunden? I don't Glühende know. Glühende Phosphorsardellen als Köder. Und wer hat's erfunden? Glühende Phosphorsardellen als Köder. Und wer hat... I don't understand what's going on here. Okay, here we go. Click. That. There we go. Okay. And then there. Komm, Fischi, Fischi. Yay! Hier bin ich. Hinter dem gesprungenen Fenster. Dummes Viech. Oh. Okay, that went well. There we go. Bada bing, bada boom. Alright. Chest. Let's see here. Zugesperrt. Kein Vertrauen, diese Piraten. Yeah, diese Piraten. Damn, diese Piraten. Scheiße. Alright, boat. The wrecked cable thing. Bobber, boat. Alright, there we go. Oh, it's Goal. Na, wen haben wir denn da? What? Willkommen auf Bosos Müllkutter. Ich bin Boso. Nicht schießen, ich bin unbewaffnet. Was? Ich hatte nicht vor zu schießen. Ich will keinen Ärger. Ich nehme nur meine Freundin mit und gehe wieder. Kein Grund, gewalttätig zu werden. Das ist also die Illusianerin, von der du erzählt hast? Doc, was machst du denn hier? Wurdest du etwa auch von diesen Piraten entführt? Haare aus, ich werde dich retten. Was soll denn das? Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch niemanden entführt.
Gut, das war einfach. Ich habe sowieso keine Zeit. Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Hm. Was? Warum sollte der Organon Deponia sprengen? Genaueres darf ich nicht verraten. Ich bin da einem riesen Komplott auf die Spur gekommen. Ich will euch da nicht mit hineinziehen. Du weißt es selbst nicht, stimmt's? Auch das ist geheim. Nur so viel. That's Goal on the couch. She's not drunk. Da bist du bei mir an genau. Her implant thing is broken. She's like sleeping. Ich kenne mich gut mit Hirnimplantaten aus. Wie ich? Bestimmt ist die Datasette beschädigt. Good thing I got backup one. Einfach den Eject-Knopf drücken. Halt dich zurück. Dann gibt es auch kein Blutvergießen. Blutvergießen? Meine Güte, für wen hältst du mich denn? Ich wollte doch nur helfen. Natürlich. The Pain Train. Oh, okay. Eject button? I don't know. Is there an eject button somewhere? I don't know. Wait. Where's the eject button? Oh, okay. Fast fallen gelassen. Jetzt mal immer langsam mit den jungen Pferden, Jungchen. So eine Datasette muss mit Liebe behandelt werden. Ein Kratzer und deine Freundin ist reif für den Biomüll. Keine Sorge, sie ist in guten Händen. Hast du die Datasette? Na klar, hier ist sie. Das war der schwierige Teil, richtig? Lass die Scherze und zeig her. Ah ja. Und deine Diagnose? Die Batterie ist alle? Tja, dann kann man wohl nichts mehr machen. Wir sollten das Ding verschrotten und... Warte mal. Du ziehst mich doch nur auf, oder? Da ist ja nur Staub auf den Kontakten. Nichts weiter. Und du bist voll drauf reingefallen. Na, das sollte ja nun wirklich kein Problem sein. Reinige die Kontakte und leg sie wieder ein. Du meinst... Ich soll Staub wischen? Du klingst wie meine Ex-Freundin. Hast du die auch verschrottet, weil ihre Batterie alle war? So ähnlich. Okay. Alright, so, okay. Okay, okay, there's gotta be something to clean it with. Key. I like keys. Hey, du hast meinen Schlüssel gestohlen. Und du hast meine Freundin gekidnappt. Aber das war doch nur ein Missverständnis. Ich kann sie ja gerne wieder nach draußen in die Kälte legen, wenn dir das lieber ist. Und wie willst du das anstellen, so ganz ohne Schlüssel? Kein Problem. Meine Tür ist immer offen. Dann wundert dich auch nicht, dass dir ständig Sachen geklaut werden. Okay, Duster. Ich würde den Wedel nicht nehmen. Ich benutze ihn immer zum Auswischen der Trankessel. Klingt doch gut. Wenn er einen Kessel sauber bekommt, dann ja wohl auch so eine mickrige Datasette. Ich weiß schon, was ich tue. Oh. This sounds like not a very good idea. Just throwing it out there. But I guess I'll do it. Right? Bulls Erinnerung an mich ist darauf gespeichert. Vorsicht ist also geboten. Ach, das ist ja nur ein kleines Stäubchen. Das haben wir im Bu wieder sauber. Okay. Bitte, Bäh. Der Wedel hat alles vollgestaubt. Und, oh je. Fettfleck. Da muss ich wohl nochmal rüber. Nein, das habe ich schon abgestaubt. Oh, okay. So we need like a, what do you call it? Like a cloth or something. Okay, let's see here. Is there anything else I'm missing here? I need like a... Okay, I gotta talk to the doc, probably. Und? Hast du die Kontakte schon gereinigt? Ich bin fast fertig. Beeil dich. Es ist nicht gut für den Kopf, wenn man das Bewusstsein so lange ausklingt. Wem sagst du das? Ich hoffe, sie schmeißen auf Elysium auch so gute Partys. Oh. Okay. Well, I don't know. What? I don't know. Oh, it's Dusty. Oh, Fusselalarm. Was denn? Noch mehr Fussel? Greasy? What? Noch ein Fettfleck. Noch ein Fettfleck. Oh, Fusselalarm. Oh, I need it.
Ivan. I need like a dust. I don't know. Do you have a duster? Na, kann ich irgendwie helfen? Ha, guter Versuch. Aber auf solche Tricks falle ich nicht rein. Das ist kein Trick. Ich. Gib dir keine Mühe, Schwarzbart. Ich schlage eine Waffenruhe vor. Aber nicht, weil ich Angst hätte, sondern aus Rücksicht auf die Lady, okay? Ich habe doch gar keine Waffen. Nennst du mich etwa einen Feigling? Wenn du einen Kampf willst, kannst du es ruhig sagen. Was ist denn hier los? Oh. Hörst du überhaupt, was ich sage? Ha, dachte ich mir's doch, du Fehlzünder. Okay. Ich behalte dich im Auge. Ich sitz doch nur hier. Eben. Eben. Okay. Oh, here we go. The chest. Yeah, that's perfect. There's probably stuff in here. So, offen. Der Schlüssel kann weg. What? Was haben wir denn da? Ein kleiner Pinsel, ein Nähblasebalg, eine Packung frische Tücher, original verpackt. Puh, was für ein unnützer Krempel. Ich will eine Datasette reinigen und keine Puppenstube einrichten. Ah ja, das sieht doch schon besser aus. Eine Drahtbürste. What? Und eine Flasche Fettlöser. Den Mädchenkram lasse ich mal drin. Oh my god. What the hell is wrong? Okay. He's so stupid. Oh my god. Alright, dusty and greasy. Dusty and greasy. Greasy. Degreaser. Was für eine Sauerei! Now it's corroded. Steel brush. Die Drahtbürste? Auf Golds Bewusstseinschip? Nur im absoluten Notfall. What? Corroded? Oh god. Dusty and greasy. Okay, let's get a little degreaser. Ich hoffe, das gehört so. Okay. Nicht gut. Oh, great. Oh, great. This is not good. Oh, God. Noch ein Fettfleck. Oh, my God. Oh, my God. Gut, dass ich noch einen Joker im Ärmel. Oh, my God. Nein. Die Datasette ist schon schmutzig. Oh my god, this is all bad. This is so bad. So gut wie neu. Ja, diese Kasse da könnte noch woanders herkommen. He put a Rufus in Gold? Oh my god. Hast du die Kontakte schon gereinigt? Oh my god. Sehr gut. Dann zeig mal her. Moment mal. Waren da vorher auch schon die Oh my drin? God. Ach, die sind mir vorhin schon aufgefallen. Unglaublich, wie die jungen Dinger heute mit ihren Gehirnimplantaten umgehen. Ne? Ja. Wow. Und ohne sie aus dem Laufwerk zu nehmen, wirklich unglaublich. Naja, so ein paar Kratzer. So gravierend sind die nun auch wieder nicht. Apropos gravierend. Hat da jemand seinen wow. Namen und ein Herzchen eingelegt. Wow. Gib mal lieber wieder her. Das wird schon passen, oder? Muss ja. Wow. Gold! Was? Wo bin ich? She's Wie finally das? Awake. Bist du das? Nein, Moment. Du bist Olfi. Rufus. Ich erkenne dich. Ich war in einem Saal und dann in einem Krankenzimmer. Und da waren noch andere Leute, Deponianer. Es ist also wahr, Deponia ist bewohnt. Der Organon hat uns belogen. Ich muss Cletus kontaktieren. Tja, das ist fast eine gute Idee. Leider nur fast. Dein sauberer Verlobter macht gemeinsame Sache mit dem Organon. Cletus macht was? Oh, mein Kopf. Vielleicht setzt du dich erst einmal hin. Ich sitze doch schon. Keine Sorge, Baby. Ich erkläre dir alles. Okay. Der Organon will Deponia zerstören.
Das weiß ich. Darum sind Cletus und ich ja hier, um zu überprüfen, ob Deponia wirklich unbewohnt ist. Aber Deponia ist nicht unbewohnt. Und Ulysses will das vertuschen, damit er Deponia trotzdem sprengen kann. Das müssen wir unbedingt verhindern. Mein Reden. Oh, wow. Schwa, she agrees. Ich habe dich gerettet. Ich kann mich an kaum etwas erinnern. Auch nicht, wie ich dich aus den Klauen des Organon befreit habe? Da war dieses Transportband. Und hey, du warst auch da. Du saßt an diesen Hebeln. Oder wie ich dich gesund gepflegt habe. Ich erinnere mich an einen beißenden Geschmack auf meiner Zunge. Und wie ich dich um den halben Planeten getragen habe. Warte mal, gab es da einen Kran? Tja, offenbar kannst du dich an gar nichts erinnern. Aber sei es drum, du kannst dich auch später noch bedanken. Ah! Dein Implantat war kaputt. Der Sturz vom Organon-Kreuzer ist ihm nicht gut bekommen. Die Organons haben mich vom Kreuzer gestoßen? Yep. Naja. Yep, that's what happened. Konnte ich alles reparieren. Eigentlich habe ich die Reparatur geleitet. Sicher hast du das, Opa. Jeder schneidet sich gern seine Scheibe ab. Und jetzt ist alles wieder. Und jetzt ist alles wieder gut? Genau. That's not good. Cletus ist ein Verräter. Er kollaboriert mit dem Organon. Natürlich tut er das. Der Organon eskortiert uns auf unsere Erkundungsmission. Ja schon. Aber irgendwie hat Ulysses ihn dazu gebracht, seinen Bericht zu fälschen. Er wird dem Ältestenrat empfehlen, Deponia zu sprengen. Obwohl der Planet bevölkert ist? Dieser miese Charlatan. Sag ich doch. That's charlatan. Du wurdest von einem Piraten verschleppt. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Ich bin ein einfacher Schrotthändler. Ich wollte nur helfen. Keine Sorge, ich behalte ihn im Auge. Er wird dir nicht wehtun. Natürlich nicht. Wie käme ich denn auch dazu? Siehst du? Ich beschütze dich. He is protecting her. That's pretty good. It's pretty good, man. Genug geredet. Wir müssen den Organon daran hindern, Deponia zu zerstören. Am besten... Du nimmst mich mit nach Elysium. Dann können wir deinen Leuten die Wahrheit sagen und alles wird gut. Richtig? Genau. Echt jetzt? Du nimmst mich mit nach Elysium? Warum denn nicht? Alles, was wir brauchen, ist ein perfekter Plan. Da bist du bei mir genau richtig. Perfekte Pläne sind meine Spezialität. Okay, lass hören. Wir sollten den Organon-Kreuzer kapern. Während du die Organons ablenkst, schleiche ich mich zur Brücke. Dort verkleide ich mich als Steuermann, indem ich mir einen Bart aus einem Pinsel und etwas Leim bastle. Dann müssen wir nur noch etwas Draht und einen Schraubenzieher finden und... Wäre es nicht einfacher, wenn wir dich als Cletus ausgeben? Du siehst ihm sowieso zum Verwechseln ähnlich. Ich weiß nicht. Ich habe einen viel durchtrainierteren Körper. Wir überwältigen ihn und kehren gemeinsam nach Elysium zurück. Das könnte klappen. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Und was ist mit uns? Ach, ihr. Keine Sorge. Wenn Elysium erstmal erfährt, dass Deponia doch noch bewohnt ist, wird es keine Sprengung geben. Ja, und wir sind in Elysium. Wir wären Helden. Und alle sind glücklich. Genau. Na dann, worauf warten wir noch? Let's do it. Okay. All right, that sounds like a great plan. I'm down. Let's do it. Let's go. I got girlfriend now. Everything's going great. This is fantastic. Very good. Very, very good. Okay, is there anything else I need here? No? Boat? No? No, let's do it. Oh my god, this is great. It's fantastic. This is absolutely fantastic. Let's go. Let's get at it and attack it. All right, stack of needles. Very good. Front of down. Uh-oh. Oh-oh. Es sind Argus und seine Beamten. Schnell in Deckung. Also, wir suchen nach einem Deponianer und einer großgewachsenen Elysianerin. Wir haben ihre Spuren gefunden. Wir wissen also, dass sie noch in der Nähe sind. Wenn ihr sie For findet, some reason, Goal reminds me of Imba. Die Elysianerin darf nicht eliminiert werden. Der Deponianer hingegen schon. Hast du das gehört? Tja, ich bin denen wohl zu gefährlich. Wieso? Ist er etwa zu gefährlich? Nein, keine Sorge. Er ist einfach nur im Weg. Ey. Also vorwärts. Sie sind noch irgendwo auf dem Gelände. Behaltet das Tor im Auge, damit sie uns nicht noch entwischen. Okay. Ach, die wissen offenbar nicht, mit wem sie es hier zu tun haben. Hm. Halte dich im Hintergrund. Ich werde denen jetzt mal zeigen, was es heißt, im Weg zu sein. Schnapp sie dir, Tiger. Tiger? Wait, what? Wait, what? Imba's way more drunk? What? Just because they called... No! What
are you talking about, Haxir? Wow. Wow. That's kind of messed up, dude. Seriously? Wow. I thought we were over that. Wow. Oh my god. Barrel with water. Genial. Endlich werde ich diesen widerlichen Geschmack los. Okay. Neue Mission. I don't know. Das strahlt schon genug. Das strahlt schon genug. I don't know. What do you want me to do? Nur zwei? Das ist ja geradezu eine Beleidigung. I don't know. What do you want me to do here? Trunk? Einen Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Ich erspare Ihnen das lieber. Hundi is not a meanie. Oh my god. I said it because it was a dog. Use a straw at the pool? I just did that, didn't I? Ich hoffe, Gold passt gut auf. Das hier werde ich nämlich nur einmal machen. Oh, right. Because someone's watching now. Of course. Got it. Okay, I understand. Understood. Understood, understood, understood. Get your beard. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. The fuck? Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. The fuck? What? What do you mean you'll save your powers for... Oh, was war das? Hast du das auch gehört? Klang ziemlich erbärmlich. Ja, hab ich. Naja, ich glaube nicht, dass wir uns vor einem Tier fürchten müssen, das solche Geräusche macht. Wahrscheinlich ist es behindert. Mist. Solange das Verdeck zu ist, kann ich hier drin nichts erkennen. Well, I don't know. I don't know what you want me to... Oh, I see. Got it. Oh. Grab the fork, bro. There we go. Okay. Canopy top. Oh, solange das Verdeck zu ist, kann ich hier drin nichts erkennen. Oh, okay, well, was there pipe? What? Oh, nice, grab the horn. Das markerschütternde Hupen wird sie betäuben. Was uns zu Plan B bringt. What? Was für ein Chaos. Normalerweise ist die Hupe doch auf der Motorhaube. Und nicht zwei Autos weiter. What? Oh. Wait, why is there all these exits here? I don't... Is there... What? I'm sorry, what's going on here? Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. What is going... Okay, I have no idea. Okay, maybe we can go this way now? No? Okay, 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 okay. Here we go. Let's try this. Nein. Oh! Okay, I got it. I didn't realize you could press the hood. Wait, what? So you can't press the hood? Ich spare mir. Don't I have a stick still? Or something? A fork? Ich spare mir meine. But, puss. I don't understand. Canopy top? Oh, solange das Verdeck zu ist, kann ich hier drin nichts erkennen. Well, that just makes no sense. Come on now. Oh. Use the fork with the horn? What? How is that supposed to do anything? Oh. Really? Oh. Was war das? Miau. Nein, das war keine Katze. Das war irgendwas Großes. Mm. Eine Kuh. In dem Schrotthaufen hat sich eine Kuh verhakt. Scheint so. Dummes Tier. Eine Kuh. Gut, dass ich so schnell geschaltet habe. Eine Kuh. I mean, for being so ridiculous, he is doing pretty good. Reiß dich mal zusammen. Das war nur der Wind. You know?
Like, honestly, you know. Board. I want a board. Jetzt kann ich endlich rüber, ohne dass es quiekt. What? Platypus soft toy! What? Sorry, what? Ich kann nicht mehr die Organon. What? Wait, what? What do you mean? Platypus soft toy? Wie bescheuert. What? Wait, what? Oh. Oh, okay. Wait, what? Wait, sorry, what? Ich die Organon. The Organons would see you. Okay. That makes sense. Okay, let's see here. Give me this. Horn, pool, fence, exit, board. Ich kann nicht. No. Why can't I go in here? Ich spare mir meine. So I can't get back down here. So I have to do something up here. I feel like this. Die zweite da. Glowing candy? Nein. Da. That's where Platy lives. Oh, I got an idea. Ich brauche kein Licht. Ich ordne alles. Hey, wo ist? What? Vielleicht würde mir das meine Aufgabe hier versüßen. Wahrscheinlich, aber. What? Ich sollte. Wer weiß, ob es vom. I have no. Flashlight with can. It's already glowing. Sicher wow. Ist sicher. Why would it need more light? I don't understand. You want me to put it here? Nein, da. That's where Platy lives. There's no one. What? Ich what? Toy under. I just did that. I quite literally just did that. Jetzt habe ich es auch gehört. Hallo. Oh. Hallo, ist da wer? Du bist Paranoid 2017. The fuck? The fuck? Okay, whatever. I have no idea. Ooh. Nice. Nice. Oh my god, I'm so smart. She probably loves me right now. More than she did previously. Das war nicht übel. Nicht übel ist mein zweiter Vorname, Baby. Hör auf, mich so zu nennen. Komm mit, wir müssen weiter. Okay. Let's do it. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Mit Goal, meiner bezaubernden Verlobten. Na endlich. Ich hatte schon Angst, sie wäre mit diesem stinkenden Deponianer durchgebrannt. Ein abwegiger Gedanke. Au contraire, Schnucki Maus. Du kannst ruhig zugeben, dass du ein Auge auf diesen Rufus geworfen hast. Verständlicherweise erschien mir ein verwegener Draufgänger zu sein. Aber nicht doch, Schnutzipups. Er war nur ein selbstverliebter Trottel. Das reicht jetzt. Sie können immer noch rumturteln, wenn Sie zurück auf Elysium sind. Oh, yeah. Yeah. Yeah, eher, desto besser. Gut. Dürfte ich Sie noch kurz unter vier Augen sprechen, Herr Botschafter? Natürlich. Geh doch schon mal vor, Liebes. Ich und der Amtmann haben noch Dinge zu besprechen. Offenbar. Aber... Husch, husch. Okay, wir sehen uns dann ja gleich, richtig? Tüdelü. Sagen Sie mal, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Ich dachte, wir hätten eine Vereinbarung. Die Erinnerungen von Fräulein Goal müssen gelöscht werden. Und wir brauchen die Aufstiegscodes. Keine Panik, ist ja alles in Arbeit. Ich tausche die Datasetten aus und lasse das Original auf der Plattform liegen. Dann sind alle glücklich, richtig? Ja. Alle bis auf die Deponianer. Wenn sie mich hintergehen, schneide ich ihnen persönlich ihren hässlichen Kopf ab. Ja, ja, ja. Wow. Wait. There is a collectible in the game that builds a nude of Goal when completed? What? What do you mean there's a collectible in... What?
What does that even mean? Wait, where's Goal?